Was würdet ihr denn davon halten, wenn ich da mal so ein bisschen rumschlawenzel und euch da ein bisschen immer was zeige und zwischendurch dann auch mal wieder was baue, wenn ich hier so neben dem Let's Play so in dieser Welt dann und euch dann immer wieder was raushaue, so wenn da mal wieder was Größeres passiert ist und so. Habt ihr da Bock drauf? Soll ich das mal machen oder eher nicht so? Das sieht ja auch cool aus hier, ne? Nichts abgraben, weil dann fällt nämlich alles in sich zusammen. Das wollen wir auch nicht. Wie gesagt, also da müsst ihr jetzt entscheiden, ob ihr das machen wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare, ob ihr da Bock zu habt oder ob ihr da jetzt nicht unbedingt, wenn ihr davon nicht wirklich begeistert seid. Ich hätte auf jeden Fall nochmal Lust drauf, da wieder in dieser Welt zu bauen. Neben dieser Welt natürlich ist natürlich auch wieder eine zeitliche Geschichte. Das heißt, erwartet nicht immer alle 3 Tage da eine Folge. Das dauert dann natürlich auch ein bisschen, weil, wie gesagt, ich habe ja auch arbeitstechnisch nicht immer so viel Zeit. Und das heißt, das würde dann immer etwas länger dauern, bis da mal wieder neue Folgen kommen und Updates, weil bringt ja nichts, wenn ich da so ein kleines Ding nur hinbaue und dann ein riesen Video von 30 Minuten mache. Das hat ja dann keinen Sinn. Deswegen einfach einmal. Nee, warte, das passt gar nicht. Deswegen würde es dann halt eher immer so in unregelmäßigen Abständen kommen. Ich würde dann auch vorher so über Twitter oder so einmal informieren, was da geplant ist. Wupp, 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 wupp. Und zack. Ey, hier sind keine Schafe, nur diese dämlichen Hühner. Er hat ein Huhn getötet. Ja, ich habe hier ein Frevel gegen die Natur begangen. So, kommt, Leute. Ich habe das Gefühl, das dauert heute noch länger. Doof. Muss ich wohl hier Überlänge machen, ne? Wo? Guck mal, guck mal. So. Können wir alles gebrauchen? Essen? Zum Beispiel? Wir haben ja nur noch ein Schnitzelchen. Gibt's hier keine Schafe? Mir scheint es auch, wir wären auf so einer kleinen Insel gestrandet und müssten uns jetzt so ein bisschen durchkämpfen. Jetzt weiß ich natürlich auch gar nicht, wo wir hier sind. Wir sind jetzt nämlich einfach in irgendeine Richtung und ja, jetzt sind wir hier. Schafe? Hallo? Ach, nee. Müssen wir jetzt wirklich irgendwie wegschwimmen hier? Weil hier endet das ganze Ding nämlich. Sehe ich gerade. Wir sind tatsächlich auf einer Insel. Zumindest was die Seite angeht. Auf der anderen weiß ich es ja noch nicht. Da waren wir ja bisher noch nicht. So, ich reiß jetzt einfach mal wieder zurück. Und eventuell finden wir ja noch Schafe. Ich gehe mal einen anderen Weg, als wie wir hingekommen sind. Aber mir scheint es, als wären wir auf so einer kleinen Insel. Aber auch ganz schön. Dann haben wir ja hier, auf jeden Fall haben wir hier genug Platz, um hier auch zu bauen und so. Ich hab da ja schon ein paar Pläne, ne? Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Weiß nicht, ob das noch in dieser Folge ist oder ob das schon in der letzten Folge war, wo ich das erwähnt habe, weil, wie gesagt, ich nehme ja an einem Stück auf und schneide das dann halt in ein Stückchen. Wie so eine Pizza. Jetzt auch geil. Pizza. Da-da-da-dam. Doodle-deedle-dai. Ach, kommt. Sind jetzt hier wirklich keine Schafe? Wir brauchen doch nur Wolle.
Das hatte ich mal in einer Welt. Da gab es gar keine Schafe. Aber das lag damals an so einem Bug. Es war allerdings auch nicht auf der PC-Version, sondern auf der Xbox-Version. Das war damals noch für die Xbox 360 und da gab es leider keine Schafe. Das mussten die erst wieder fixen. Haben sie aber auch recht schnell gemacht. Weiß nicht, ob das vielleicht der ein oder andere noch kennt, weiß darüber Bescheid. Ja, ich weiß auf jeden Fall, unsere Axt ist gerade in zwei gebrochen. Da war der Baum leider zu hart. Da müssen wir hier wieder mit unserer Karatehand wieder auf den Baum rumkloppen. Mache ich auch so immer in meiner Freizeit. Einfach mal auf den Baum rumkloppen. Wie sich das gehört. Kühe? Sind hier wieder nur Kühe, ne? Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir hier sind. Wir finden wahrscheinlich bald nach Hause, weil da ist ein Schaf. Hier liegen einfach mal Setzlinge auf dem Boden. Das ist ja auch schön. Ja. Ich freue mich auch so sehr. Es tut mir wirklich echt leid für euch. Ich will das auch nicht. Eins noch. Ernsthaft? Jetzt waren hier nur zwei? Och. Mann. Ach, da ist noch ein drittes. Glück gehabt. Also das Schaf hat Glück gehabt. Naja, eigentlich hat das ja nicht wirklich Glück gehabt, weil es stirbt ja jetzt. Oder es haut einfach ab. Du kannst mir nicht entkommen. Dankeschön. So, dann kehren wir mal nach Hause zurück. Ich nehme hier noch mal ein bisschen Holz mit. Auch wenn es länger dauert mit dem Abbauen. Ist ja nicht so weit. So wild. So weit. So wild, so weit. Oh, ich werde hier schon echt ein bisschen bräsig. Also. Ich habe jetzt auch nichts zu trinken hier stehen. Außerdem möchte ich nicht riskieren, dass man das hört. Haha. Ich kann ja auch einfach, schlau wie ich bin, einfach das Mikro ausmachen. Aber das wäre ja auch irgendwie nicht so. Ach, guck. Sehr schön. Sind wir wieder zu Hause. Mit ganz viel Holz. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal den Boden fertig, bevor wir jetzt hier überhaupt irgendwas weitermachen. Und dann würde ich das Bett machen und dann würde ich auch erstmal die Aufnahme beenden an dieser Stelle und wieder eine kleine Aufnahmepause machen. Und dann haben wir ja auch erstmal genug geschafft für heute. Also, na, für so eine Aufnahme ist das immer recht gut. Nachher der Anfang, der ist leider immer sehr unspannend, ne, weil hier ist ja auch noch nichts, ne. Wir müssen ja erstmal gucken, dass wir safe sind und dann gucken wir weiter, was dann kommt. Ah, schön. Wir sind gerade irgendwo gegengelaufen. Ach, da ist schon Holz. Und vielleicht mache ich hier gleich noch ein paar Fackeln hin. So, dann. Ach, hier habe ich ja auch noch 36 Holz. Hä? Kommen die denn her? Ach, warte mal, nein, stopp. Die kann ich da nicht hinmachen. Aus Gründen, weil. Das ist ja das Birkenholz. Und ich weiß jetzt halt nicht, wenn ich jetzt bald updaten sollte, ob das dann auch zu Birkenholz wird oder ob das hier, das Holz bleibt. Das sieht jetzt so schon. Sieht das so schon anders aus? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht dieselben sind. Naja, jetzt haben wir ja erstmal genug und würde sagen, ich mache dann auch ein Bett. Und dann machen wir das jetzt einfach mal. Guck mal eben ganz kurz was.
Okay, ich würde mal sagen, wir machen ein Bett. So. Und so. Und so. Und so. So, ich stelle es erstmal so hier hin. Und dann würde ich mal sagen, wir schlafen einmal. Und...